Whisky-Museum ist in Kilbeggan sehr schön, ja. Ich glaube, in dem Whisky, war das das Whisky-Museum, wo du mal so die Fässer mal so erklärt hast in einem... Nein, das war ein anderes. War ein anderes? Ja. Okay. So, ups, zweiter. So, hier habe ich jetzt gerade nochmal gespickt. Hier haben wir also jetzt den Kilbeggan Single Grain. Und der hat jetzt 43 Volumenprozente bekommen. Ich glaube, den gab es früher als Achtjährigen mit 40 Volumenprozenten. Jetzt hat man das Alter weggenommen und hat dafür 3 Volumenprozente mehr gegeben. Und da sind also nun PX-Sherry-Fässer mit dabei, Madeira-Fässer, Bordeaux-Rotweinfässer und natürlich Ex-Bourbon-Fässer wahrscheinlich dann. Wow, okay, ja, ganz schön Auswahl, ne? Also ganz schön Auswahl. Mhm. Und früher hieß der Greenore. Greenore ja. Ist der Name eines Tiefwasserhafens nicht weit von Coolay entfernt. Coolay befindet sich an der nordöstlichen Ecke der Republik Irland. Keine 10, 15 Kilometer von der Grenze entfernt. Und da bin ich jetzt drüber gefahren. Da hat man auf der einen Seite geteert mit einem weißen Strich. Auf der anderen Seite ist geteert, hat man noch keinen weißen Strich. An der Wand ist so ein kleines Mäuerchen, hunderte alt, aufgehört. Auf der anderen Seite ging es wohl in den Bretterzaun weiter. Und man kriegt gar nicht mehr mit, dass man rüberfährt. Auf den Nebenstraßen steht es nicht, auf den Hauptstraßen steht alle Geschwindigkeiten jetzt in Kilometer pro Stunde. Ach Gott. Ja, genau. Das kann ich mich gar nicht erinnern, wo wir da hochgefahren sind. Du bist aber mit dem Bus gefahren. Nö, ich bin mit dir mit dem Auto hochgefahren. Sind wir da auch bei Coolay vorbei gefahren? Ja. Ah, okay, nee, Coolay und dann im Norden, glaube ich, oder so, ja. Aber ich war auch noch mal oben, habe auch, was habe ich angeschaut? Also war in Irland oben und ich habe mir auch Greenore angeschaut. Da fahren richtig dicke Tanker rein. Und zwar richtig tief unter Land. Das ist also der Tiefseehafen sehr dicht am Land dran. Also eine Außergewöhnlichkeit an der Stelle. Mhm. Und weil sie dort wohl im Prinzip ja, Verbindung zu diesem Hafen haben, warum auch immer. Mhm. Ja, was hast du im Glas? Was habe ich im Glas? Oder? Single Grain von Kilbeggan. Ich meine, wie riecht dein Glas? Also sehr voll, fruchtig. Schreibt doch mal rein, was ihr riecht. Bärig, dunkel. Also ein Single Grain habe ich mir anders vorgestellt. Ne? Mhm. Also was ich bislang so als Single Grain hatte, war also alles läppisch gegen diesen hier. Ja, schön. Ein bisschen Süße kommt bei den Früchten durch. Sehr viel Fruchtigkeit, aber auch einen Ticken Süße. Und dann von den Fässern ein bisschen Vanille. Aber es ist sehr voll, sehr mächtig für einen Single Grain. Sehr, sehr deutlich. Mhm. Also ich finde ihn auch unerwartet fruchtig. Gut, also unerwartet. Also man hat ja die ganzen Fässer, hast du ja aufgezählt. Aber für den Single Grain ist es komisch, dass du sagst, wir haben den anderen, den Blended. Gut, da ist vielleicht auch Grain drin, aber normalerweise kennt man die Geruchsrichtungen eher von Single Malts. Ja. Aber er ist, ich finde ihn nicht so rassig. Ich glaube, ich hatte jemand geschrieben, riecht etwas schärfer. Riecht etwas schärfer, finde ich nicht so ganz. Haben wir Karamell und Backpflaume rieche ich. Ich rieche auch Früchte, fruchtig, süß. Schon Holznoten drin. Ich rieche Malz bzw. teigige. Ich rieche persische Äpfel. Aber es ist eine ganz nette Geschichte. Ja. Cheers. Mhm. Jetzt der Grain da. Der Dampf ist weg. Man hat so ganz richtig Grain-Geschmack. Und jetzt weiß ich nicht, wie Coolay seinen Grain herstellt. Ob die schon, ich glaube, die sind noch nicht auf Mais. Die sind noch nicht auf Weizen, sondern noch ein gutes Stück auf Mais. Ich bin mir da nicht sicher, dass sie den Mais von USA über den Greenore-Hafen gekriegt haben. Irgendwie so. An irgendwas erinnere ich mich. Ich bin mir an der Stelle nicht sicher. Müssen wir mal nachfragen. Mhm. Wie du gesagt hast, typischer Grain-Geschmack. Mhm. Also ist aber komisch, weil normalerweise hast du eigentlich den Grain-Geschmack und dann ist ja, alles so ein bisschen flach. Hier hat er so leicht Noten von fruchtigen Geschichten und so von verschiedenen Fässern drin. Und am Ende auch so eine leichte, zartbittere Note von den Fässern, weil die Grain-Whiskys typischerweise in Refill-Kask gemacht werden, wo am meisten dann noch die Tannine rauskommen. Mhm. Ich finde ihn cool, aber er ist ziemlich atypisch. Mhm. Also
Ich kenne jetzt nicht so was viele. Was eher weich in der Nase und Hammer auf der Zunge war, ja, ist eher Hammer in der Nase und weich auf der Zunge. Ne? Ja, genau. Wahnsinn. Jason sagt, tatsächlich wird Mais hier gebrannt. Ja, habe ich nicht richtig erinnert. Maisbrand, echt? Ja, jetzt wo man es sagt, rieche ich es natürlich auch. Das sind die Spiegelneuronen. Spiegelneuronen die immer wieder. Sagt einer, oh, ist Pflaume drin. Ja, oh, ist Pflaume. Drin. Das kann ich mir sogar selbst einreden. Ja, er ist ganz netter, würde ich sagen. Jo. Also, und für den Preis, 25 Euro, geht er gut. Mhm. Also, kann man ich hätte ihn jetzt aber eher als Einsteiger, für Einsteiger geeignet gesagt, als ihn. Der war mir sogar ein bisschen rassig für Einsteiger. Aber ja, vielleicht. Aber immerhin gibt es dafür eine bessere Flasche, haptisch stärkere Boden und ich glaube einen Korken. Ja. Also, ein bisschen Geld lassen Sie uns weiterkommen. Ja, man kann nicht klagen. Also der passt vom Preis.